Herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge in den Essentials in der Nummer 10. So etwas sagt doch kein Mensch. Darüber muss man als Linguist oder als Linguistin immer etwas schmunzeln, denn die Menschen sagen die verrücktesten Dinge und zwar vor allen Dingen dann, wenn es sich um landschaftlich geprägte, also dialektale oder regionalsprachliche Ausdrücke handelt. Und da das Ganze immer wieder Thema ist, auch in Gesprächen bei Tisch oder wenn Menschen einfach aus unterschiedlichen Regionen zueinander kommen, gibt es eine schöne Gruppe an Webseiten, die man besuchen kann, an Ressourcen, die man nutzen kann, um sich der Unterschiede der deutschen Sprache landschaftlich geprägt zu erfreuen. Und einige möchte ich heute zeigen. Dazu aber wechsle ich ganz schnell in den Browser, um zu zeigen, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, heute eine Anfrage vorrichten, als Synonym für einen Raum neu gestalten, woher das komme und so weiter und so fort. Ich habe leider mein Wörterbuch des Obersächsischen Büro, deswegen kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen, während in der Zeit zwischen den Jahren, wie man das normalerweise machen würde. Und habe dann hier ein paar Quellen genannt, die man benutzen kann, um sich zumindest erstmal vorzuinformieren. Und die würde ich gern zeigen und im Bereich in der Beschreibung unter dem Video verlinken. Einfach damit man das in solchen Situationen nutzen kann als Ressource und sich an den Unterschieden des Deutschen erfreut. Im Übrigen, um das gleich vorweg zu sagen, zu den Standardvarietäten des Deutschen gehören drei, nämlich der Standard für Österreich, die Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland. Und um sich vorzuinformieren, ist eine sehr, sehr gute Quelle das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Warum? Schauen wir doch mal nach Vorrichten an dieser Stelle hier, live in Farbe. Vorrichten hier in den Standardkorpora nimmt in der Frequenz deutlich ab. Das sieht man hier. Wird also nicht mehr so verwendet. Aber das Interessante ist, dass man neben einer Worterklärung hier, ist es schon als landschaftlich markiert, eine Etymologie angeboten bekommt, woher es kommt, dann typische Wortverbindungen, Verwendungsbeispiele und die Wortverlaufskurve zeigt einem auch immer an, wie stark es genutzt wird in den jeweiligen Kontexten. Das digitale Wörterbuch des Deutschen deshalb eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Ich verlinke das in der Beschreibung zu diesem Video. Das zweite ist der Atlas zur deutschen Alltagssprache, ein Projekt von Stefan Elspass, das heute weitergeführt wird in der Variantengrammatik. Das zeige ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Hier findet man zumindest einen Eintrag zum Thema Herrichten. Und das müsste ich jetzt noch mal ganz kurz suchen. Atlas Alltagssprache. So können Sie sich im Wesentlichen selbst behelfen. Also Sie suchen einfach nach dem Ausdruck und dann zu dem Eintrag im Atlas selbst. Jetzt sieht man hier das Wort herrichten im Sinne von, ich mache zum Beispiel ein Hotelzimmer für einen Gast, der sich angekündigt hat, zurecht, bringe es in Ordnung. Und dann sieht man schon, wie die Verteilung im deutschen Sprachraum sich hier unterscheidet. Also während man zum Beispiel im Süden Deutschlands eher herrichten sagt, gibt es im Westen, Südwestdeutschen, im Alemannischen auch noch die Variante richten. Also ich richte das Zimmer. Und nördlich des Mains, im Übrigen ist das immer die Scheide, die man sich hier vorstellen kann, ist hier abgefragt, fertig machen. Das ist eine besondere Variante. So kann man sich an die einzelnen Bedeutungen herantasten, wenn man keine andere Ressource zur Hand hat. Das nächste, was ich zeigen möchte, auch diese Ressource verlinke ich in der Beschreibung zum Video. Die nächste Ressource ist die Variantengrammatik des Deutschen, die auch die Varietäten des Schweizerischen, des Österreichischen und des Bundesrepublikanischen Deutsch vereint. In der findet sich jetzt allerdings zum aktuellen Zeitpunkt kein Artikel über Vorrichten oder Herrichten, sondern nur zu Ausrichten oder Entrichten. Und aber ist dennoch ein Besuch wert, wenn man genau solche Fragen hat, an die Variation im Deutschen. Das Letzte, das ich Ihnen empfehlen mag, ist regionalsprache.de vom Deutschen Sprachatlas. Das ist ein Großverbundprojekt vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, in dem Sie alle möglichen Ressourcen finden, die
mundartliche Varietäten betreffen. Das ist ein sehr, sehr großes Akademieprojekt der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Hier wird faktisch alles zusammengetragen, was ich zum Thema regionalsprachliche Variation sagen lässt. Sie können mal, wenn Sie wollen, einen Blick werfen auf die verfügbaren Atlanten und Karten, Tonkobra, Bibliografien, Wenkerbogen. Das heißt, das ist eine Erhebungsmethode, das zeige ich Ihnen gleich noch, was sich da dahinter verbirgt. Und mögliche Anwendungsmöglichkeiten. Es sei Ihnen empfohlen, dass Sie sich hier anmelden bei diesem Portal, um die Quellen tatsächlich ausreichend zu benutzen. Ich denke aber, dass für den Alltagsgebrauch, wenn Sie linguistische Laien sind, das Portal hier etwas über den, das Ziel hinausschießt. Dennoch kann es sich lohnen, das Ganze anzuschauen. Das möchte ich Ihnen zeigen, zum Beispiel mit dem sogenannten Audiokatalog. Der Audiokatalog führt die gesprochensprachlichen Daten zusammen, die bei diesem Projekt verzeichnet sind. Und Sie können hier nach bestimmten Regionen suchen, nach bestimmten Orten. Und ich zeige Ihnen jetzt mal nur eins. Wir suchen mal nach Dresden. Und jetzt gibt er alle verfügbaren Daten aus, die mit Dresden im Zusammenhang stehen. Das ist im Übrigen der Nordwind und die Sonne. Das ist ein Vergleichstext, der eingelesen wird, um das Ganze zwischen den unterschiedlichen Dialekt- und regionalsprachlich geprägten Regionen vergleichbar zu machen. Hören Sie einfach mal durch. Auch diese Ressource verlinke ich natürlich sehr gern in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn Sie möchten, folgen Sie doch den unterschiedlichen Ressourcen auch auf Twitter. Das sei empfohlen. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache postet zum Beispiel regelmäßig aktuelle Wörter und besondere Wörter, die im Wortschatz vorkommen. Das kann sich immer lohnen, hier einfach jeden Tag oder alle ein paar Tage ein interessantes Wort vorgestellt zu bekommen. Das zweite ist der Account der Variantengrammatik. Auch der wird regelmäßig befüllt mit ganz unterschiedlichem Material, zum Beispiel Besonderheiten, die man in der Umgebung oder medial findet. Und das Ganze dann entsprechend kommentiert und erklärt. Der letzte Account, den ich Ihnen vorstellen kann, ist der von regionalsprache.de. Das war die letzte Ressource zum Redeprojekt. Der wird etwas stiefmütterlich geführt, leider. Also das Team um Regionalsprache ist eher traditionell ausgerichtet, ist in den sozialen Netzwerken noch nicht so aktiv. Das ändert sich vielleicht mit der nächsten Zeit. Nichtsdestotrotz eine Empfehlung wert, denn hier finden Sie interessantes Kartenmaterial, das weit über den Detailgrad des Atlas zur deutschen Alltagssprache hinausgeht und immer interessant ist für Diskussionen und Gespräche am Tisch. Das sind die Ressourcen, die ich Ihnen zeigen wollte zu dem Thema »So etwas sagt doch kein Mensch«. Lassen Sie sich nicht täuschen, das Deutsche ist sehr, sehr reich in der Variation und vor allen Dingen, weil die Frage genau darüber getriggert wurde, die Partikelverben, sowas wie vor- und herrichten, sind immer verdächtig im Hinblick darauf, dass sie in einer bestimmten Region eher schwächer oder stärker verwendet werden. Also schauen Sie sich auf den Ressourcen um, dwds.de, Variantengrammatik und dem Atlas der deutschen Alltagssprache, regionalsprache.de, wenn Sie ein bisschen tiefer eintauchen wollen in die Thematik oder sich zum Beispiel Dialektproben anhören wollen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich zumindest ein paar Impulse geben konnte für Gespräche bei Tisch oder in Familie oder im Freundeskreis und bin ganz herzlich bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch. Ciao.